Ja, hallo, ein paar Gedanken zum heutigen Tag, ja, für alle Tage des Lebens. Die ja, Problematik in der jetzigen Situation wird irgendwie, ja, spitzt sich zusammen, könnte man sagen. Denn es geht ja jetzt zum Beispiel um das Thema Impfung. Und hier gibt es sehr viele gegensätzliche Meinungen, sodass man manchmal das Gefühl hat, es gibt nichts mehr dazwischen, so radikale Ansichten. Die einen sagen, Impfung ist scheiße, weil dies und das drin ist, weil der Körper das und das nicht verarbeiten kann, weil er geschädigt wird und so weiter und so fort. Und die anderen sagen, ja, es geht nicht ohne, wir brauchen das und so weiter. Ja, man kennt diese alte Leier. Die gab es vorher auch schon, mit Masern zum Beispiel. Und das, was man gemacht hat, man hat es einfach halt rechtlich durchgedrückt. Ja, darum geht es aber in dem Video überhaupt nicht, sondern es geht darum, dass man andere Ansichten haben darf. Besonders in einer Demokratie sollte man andere Meinungen haben dürfen. Und das darf man nicht mehr so wie irgendwann einmal. Oder so, wie es immer erzählt wird, mit Meinungsfreiheit. Heutzutage sind die zum Beispiel, die sagen, das und das bräuchte man nicht, sind dann irgendwelche Idioten, Theoretiker mit Verschwörungen und so weiter. Impfgegner, die gab es vorher auch schon. Nur jetzt werden sie umso weniger akzeptiert. Und die, die vielleicht gegen bestimmte Maßnahmen sind, welche das auch immer sein mögen, werden nun immer weniger, also akzeptiert, sowie in die Ecke gestellt. Von beiden Seiten kriegt man mit, dass die, die anders denken, sind Deppen, Idioten und so weiter. Das kann nicht sein. Jeder ist ein Mensch und jeder hat seine Meinungen. Warum man diese Meinungen hat, das weiß man ja oft gar nicht. Wie man dazu gekommen ist, was man für Traumen gehabt hat. Wenn natürlich ein Kind geimpft wurde und es hat dann einen Impfschaden, dann wird man plötzlich Impfgegner und verliert dann manchmal so das Offene, dass man das nicht immer pauschalisieren kann. Die anderen genauso, das Kind ist nicht geimpft und dann kriegt es Masern und kriegt Lähmungserscheinungen und dann plötzlich, ja, alle, die so denken, sind dann Idioten, ja, das weiß man nicht. Und das Leben ist nun mal dual, das heißt, ja, nicht nur dual, jeder Mensch hat seine Prägung und somit seine Meinungen. Und das, was ich ja sehr stark kritisiere, ist, dass man nicht mehr andere Meinungen haben darf in der Öffentlichkeit. Liegt natürlich an jedem selber. Wenn ich eine andere Meinung habe, dann ist es so. Aber viele Menschen akzeptieren dann nicht, wenn andere Menschen andere Meinungen haben. Und das ja, ist nicht gut. Es führt ja nur zu Widerstand, zu Streitereien, zu Kriegen. Es ist die Folge, wenn man einfach den anderen nicht so lässt, wie er ist. Wer geimpft werden möchte, wer diese Medikamente nehmen möchte, kann das ja machen. Und wer andere, wer es nicht machen möchte, möchte das halt nicht. Das ist der Mensch. Und wir sehen ja auch in der heutigen Zeit, dass zum Beispiel die Wissenschaft sich ja auch nicht hundertprozentig einig ist. Auch da gibt es Schwarz und Weiß. Und ja, trotz allem lässt man den anderen nicht ihre Meinung. Und dann werden sie so wie in eine Schublade gesteckt, Verschwörungstheoretiker, Impfer, Gegner und so weiter. Es ist egal, welcher Lebensbereich das ist. Es wird einfach nur noch viel mehr deutlich in der jetzigen Zeit, wie Menschen ticken. Und besonders dann, wenn man Angst hat. Wenn man Angst hat, nicht akzeptiert zu werden in der Gesellschaft, wenn man Angst hat, dann, weil man dies und das nicht macht oder so und so denkt, nicht mehr arbeiten darf. Und dann gehört man in diese Gruppen nicht rein oder man wird dann gekündigt. Und solche Dinge darf es nicht geben. Das ist sehr negativ.
Aber dafür ist die Zeit wiederum sehr gut, weil man nun sieht, wie der Mensch drauf ist. Die ganzen Jahre, Jahrzehnte laufen alle mit Masken rum. Ja, ich mag dich auch, du bist ein toller Mensch, ja. Aber jemand hat eine andere Meinung plötzlich. Und dann wird man sehr stark kritisiert und ja, in Schubladen gesteckt oder vielleicht sogar ausgegrenzt, gemobbt, wie auch immer. Also es nimmt schon mittlerweile komische Züge an. Und hier ist natürlich umso wichtiger, seine Meinung zu vertreten. Jeder Mensch ist ein Individuum, hat eine andere Meinung. Ob das jetzt immer richtig ist oder nicht, lasse ich dahingestellt. Wir sind nicht erleuchtet, wir sind nicht 100% im Wissen, was es alles in diesem Kosmos gibt, was richtig ist, was falsch ist, das weiß niemand auf dieser Welt. Niemand. Außer vielleicht ein Guru, aber der ist ja nicht mehr so ganz in dieser Welt. Und trotz dieses Wissens, dass man nicht alles weiß, kritisiert man Menschen so manchmal, dass man so dasteht, als ob ich Bescheid weiß über diese Materie. Da gibt es nicht viele, die über das Leben Bescheid wissen, weil sie funktionieren. Und wenn man andere Menschen nicht sein lassen kann, wie sie sind, mit Denkweise hin oder her, dann weiß man gar nichts vom Leben. Dann ist man ein sturer Egoist. Egal, was man für eine Meinung hat, wie man ist, ob man gut ist, ob man schlecht ist, ob man böse ist, ob man grausam ist, ob man lieb ist. Jeder Mensch ist ein Mensch und jeder Mensch gehört akzeptiert. Erstmal. Man muss natürlich nicht alles dulden, was diese dann tun, aber die Meinung und das Wesen ist einfach so. Und das, was passiert in der jetzigen Zeit, ist, die Menschen werden gespalten. Und es wird einfach nur deutlich, es war vorher schon da, und es wird jetzt nur deutlicher. Und die Menschen, die zu ihrer Meinung stehen, die ihren individuellen Weg gehen, die kommen da gesund durch diese Zeit hindurch. Die Menschen, die sich nur anpassen, ja, weil 10 Leute das so sagen aus dem Freundeskreis, dann sage ich auch so, ja, das ist gut so und so passt es schon, und damit ich dazugehöre. Aber das sollte man nicht tun. Man sollte immer zu seiner Meinung stehen. Und wenn ich eine andere Meinung habe, dann ist es gut so. Ob das richtig ist, ist wieder eine andere Frage. Aber pauschal andere Menschen darzustellen, als wären es Idioten und Falschdenker und Verschwörungsmeister, das ist nicht gut und das sollte man unterlassen. Man möchte es ja, steht ja auch in der Bibel, was du nicht willst, was man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Und in vielen philosophischen und religiösen Richtungen glaubt man ja an Wiedergeburt, an Karma. Und das, was ich jetzt tue, das kommt irgendwann auf mich zurück. Und wenn ich andere Menschen nicht so lasse, wie sie sind, nicht so akzeptiere in ihren Meinungen, Sichtweisen, dann wird dasselbe mit mir auch gemacht. Und je mehr man aufhört, es zu tun, desto mehr ist man so wie mit einem Schutzschirm umgeben, dass man geschützt wird vom Universum. Ja. Aber wie gesagt, diese Masken fallen ja jetzt. Obwohl man noch welche auf hat, fallen diese Masken. Man sieht in der Krise, oder man kennt es schon, in der Not sieht man seine Freunde. Und ja, wie sehr Freundeskreise in der Zeit auseinandergehen, auch Familien bestimmt, die auseinandergehen, weil der eine diese Meinung hat, der andere hat eine andere Meinung. Ja, schwierig. Und ich kann immer nur sagen, jeder sollte seinen eigenen Weg gehen. Und zu denken, wenn man an Dinge glaubt, sollte man richtig dran glauben und nicht die Meinung plötzlich ändern, nur weil der Arbeitgeber das möchte oder die Freunde dann nichts mit einem zu tun haben wollen. Deswegen denke ich dann anders, dass ich wieder dazugehöre. Das ist nicht gut, sondern die sind wirklich stark, die jetzt ihrer Meinung stehen. Und dann, wenn sie dazu stehen, wird das Leben einem schon zeigen, ob es richtig war oder nicht richtig war. Aber sich anzupassen, nur weil man dazugehören möchte,
ist gar nicht gut, überhaupt nicht. Ja. Und so sehr, sehr schwarz-weiß im Moment. Ne? Und dieses schnelle Wechseln auch von der Regierung, was die wollen, Maßnahmen, mal machen es, dann hören sie wieder auf am nächsten Tag und ein völliges Durcheinander. Weil man nicht zu seinen Meinungen und Sichtweisen steht. Und es ist auch in der vergangenen Zeit einfach so gewesen. Nur jetzt wird es halt noch deutlicher. Ja, Standfestigkeit, Standhaftigkeit ist wichtig. Und vor allen Dingen auch die Akzeptanz gegenüber anderen Menschen. Wir sind nicht erleuchtet, wir sind nicht die Weisen, wir sind, haben die Weisheit nicht mit Löffeln gegessen, sondern ja, in Mikrogramm, Stück für Stück. Und trotz allem behaupten manche, auch wenn sie überhaupt keine Wissenschaftler sind, das ist so richtig, wie die das machen. Wie kann man das? Mit welcher Grundlage weiß man das plötzlich? Ja, man kann auch nur erahnen, was man so hört und was man liest. Und jeder liest was anderes. Und wie der Fokus auch im Inneren ist. Die einen konzentrieren sich eher auf das Positive, die anderen auf das Negative. Und das hängt ja immer mit dem Persönlichen zusammen. Und ja, warum lässt man nicht jeden so, wie er ist? Das ist so eine Frage, die kann man so sich immer stellen. Lässt man denn selber andere, wie sie sind? Oder will man immer, dass die Menschen sich verändern, dass es einem selber gut geht? Verändert man sich, damit es anderen gut geht? Oder ist man einfach so, wie man ist, authentisch? Oder hat man immer noch diese Masken auf? Und Menschen, die in das System nicht reinpassen, werden irgendwie dann, ja, will man zurechtbiegen. Das kann man nicht machen. Sollte man auch nicht machen. Menschen verbiegen, zerbiegen. Weil schnell ist etwas gebrochen oder zerbrochen. Wenn man ja, immer Menschen kritisiert oder mobbt, dann zerbrechen diese Menschen vielleicht. Oder man selber zerbricht irgendwann. Wenn es aus einem Selbst herauskommt und man kriegt ja alles wieder zurück. Man sollte sich mal Gedanken machen, wenn man andere Menschen nicht so lässt, wie sie sind. Kinder, wenn man zu streng, zu starr erzieht, dann werden sie ja, zerbrechen sie. Weil sie keine eigene Meinung mehr haben, sie sind der Freigeist wird so wie gebremst. Und ja, wenn man zu stark bremst, zerbrochen. Und man weiß gar nicht, Menschen in der jetzigen Zeit, die eh schon psychische Leiden, Probleme haben, weil sie kein Geld haben, keinen Job, nicht arbeiten dürfen können. Wenn man dann auch diese kritisiert und sagt, ihr denkt, wir brauchen das, es muss so sein, wenn man diese Menschen nicht hört, anhört, dann zerbrechen die irgendwann. Und da sollte man nicht dran schuld sein, sondern man sollte immer hinhören. Jeder hat eine andere Meinung, vielleicht hört man mal hin, was er wirklich sagen will. Oder hat er doch wahre Worte gesprochen, wie viele Anteile? Kann man ja gucken. Aber Menschen in so eine Schublade zu stecken, ist nicht gut, ist niemals gut. Weil man sich selber dadurch nämlich in eine Schublade steckt. Oder man wird von anderen reingesteckt. Ja, sollte immer offen sein, frei sein und einfach schauen, was kann man am besten tun. Das ist ja einem selber. Und auch den anderen gut geht. Dualität ist immer da, aber alles so in Schubladen zu stecken und ja, ich weiß Bescheid und der ist ein Idiot und der ist gut, ist schwierig. Ja, man kann dazu auch die Videos Schubladli im Schubladli anschauen, Schubladen denken. Da wird das noch ein bisschen ausgeweitet. Ja, Offenheit ist Freiheit und wer seinen Geist begrenzt,
durch sein Ego. Ja, der ist, wie soll man sagen, ja, selber schuld. Aber er kann ja auch nicht immer was dafür, warum er so ist. Ja, bleibt offen und bis zum nächsten Mal. Ciao.